Hey, hey, hallo, Leute, und willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider 4 für den PC, also Last Revelation. Sorry, ich bin gerade so richtig... What the fuck? Okay, ich wollte sagen... sorry, keine Ahnung, was gerade bei mir los ist. Irgendwas funktioniert gar nicht. So, ich bin auch gerade erst aufgestanden und so und... Ich werde angeschossen. Oh, hey. Hätte ich jetzt natürlich auch einfach umfahren können. Aber die Betonung liegt natürlich auf hätte. Hätte, Fahrradkette. Ne? Wer kennt dieses schöne Sprichwort? Gut, dass mir der Typ keinen Schaden macht, ne? So. So. Jetzt ist die Frage, will ich jetzt erstmal weiterfahren oder mich hier erstmal umschauen? Ich glaube, ich gucke mich hier erstmal ein bisschen um. Da war ein Loch. Oh. Okay, es war nicht sehr tief, aber... So, also im letzten Part haben wir die Stadt der Toten, also ein Teilgebiet von Kairo. Kairo erstmal abgeschlossen, soweit ich das in Erinnerung habe, und müssten jetzt hier im nächsten Teil in der Toulon Moschee sein. Okay, das hier ist Inside. Oh nein, ein Seil. Ja, abgesehen von dem Seil sieht es ja eigentlich erstmal sogar ganz hübsch aus. Allerdings auch sehr kompliziert, also sehr umfangreich, verwinkelt. Okay, ich würde aber sagen, wir fahren erstmal rum. Wir fahren erstmal rum, wir können ja hier jederzeit wieder herkommen. So ist ja nicht, nee. Das sollte ja nicht das große Problem werden. Ich denke mal, man braucht das Motorrad hier nicht mehr gezwungenermaßen. Denn... Oh lol. Ja, man hat ja da ganz am Anfang hat man ja gesehen, oh... Dass man... Hier auch rein theoretisch... Was ist das denn? What the fuck? Aua. Dass man hier auch runterrutschen kann, ohne das Motorrad mitzunehmen. Deswegen denke ich mal, dass es irgendwie auch möglich sein wird, hier durchzukommen, ohne das Motorrad zu benutzen. Keine Ahnung. Was ist das denn für ein Käfer? What? Okay, hier könnte man dann natürlich mit dem Motorrad weiter. Das ist gut zu wissen. Da könnte ich sogar jetzt schon weiter. Ich glaube, das machen wir erstmal noch nicht. Ich glaube, wir gucken uns erstmal noch ein bisschen hier selbst in der... Also in der Toulon-Moschee selbst um. Ach du heilige Scheiße. Okay, dann keinen Schaden durch Schüsse. Heilig. Wow! What the f... Cooles Lied auf jeden Fall. Okay, wir gucken einfach mal, wie anfällig er hier gegen ist. Nicht anfällig. Dreh, zieh, drück. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Heilen, 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 heilen. Okay, höher geht's nicht. Hey, Moment mal, das geht wieder runter. Oh Gott. Ah. Also das Lied ist definitiv cool, aber ich habe gerade ein bisschen Angst um mein Laras Leben hier. Was ist hier? Nichts? Doch, hier geht's hoch. Oh nein, das war ein Fehler. Das war ein ganz großer Fehler. Ich bin so ein Idiot, wirklich. Fuck my life. Vielleicht erstmal noch ein paar AP verschwenden hier. So, und einmal noch. Okay, los geht's. Das war ziemlich am Arsch. Oh nein, ist das ein Kriechgang? Bitte nicht. Danke. Knapp. Muss ich jetzt ernsthaft noch ein großes Medipack verschwenden deswegen? Ja gut, aber 24 geht erstmal noch. Erstmal geht es noch vollkommen klar. Aber was ist das denn für ein Typ da unten gewesen? Oh, hier geht's in den nächsten Levelabschnitt.
Namens? Das Tor zur Zitadelle. Nein, nicht rückwärts. Nein. Hier geht's noch nicht wieder hoch. Wer bist du denn? Hallo. Was in Allahs Namen ist hier passiert? Wo sind meine Leute? Ein paar von ihnen habe ich gesehen. Sie haben offenbar alle Ausgänge geschlossen. Ja. Ja, das ist gut. Sie müssen uns helfen, die Stadt zu befreien. Ich versuche nur den Weg zur Zitadelle zu finden. Ha, das würde ich nicht empfehlen. Genau dort finden die Hauptaktivitäten statt. Aktivitäten? Wir begegneten ihm, als der Himmel dunkel wurde. Ein Wesen aus unserer alten Vergangenheit. Es fuhr durch meine Leute hindurch wie ein Feuersturm. Mir gelang es noch, unseren Munitionswagen zu platzieren, um das Ungeheuer von hinten in die Luft zu sprengen. Aber mit frischen Kräften trieb es uns zurück, als ob es unsere Pläne geahnt hätte. Ob Ungeheuer oder nicht, Sarge, ich muss in dieses Gebäude hinein. Sie haben Mut. Na schön. Als wir uns zurückzogen, haben wir einige Straßen vermint, um Vergiftungen zu verhindern. Zwei meiner Männer sind immer noch in diesem Gebiet, in der Nähe des Nordfriedhofs. Einer von ihnen kennt die Frequenz für den Minensucher, der andere besitzt die zweite Hälfte des Codes für die Sprengladung. Und wenn ich sie finde? Sagen Sie ihnen, Sergeant Aziza hätte sie geschickt. Ich habe ihr Motorrad gehört. Wenn Sie die Codes haben, setzen Sie mich auf die Maschine und bringen Sie mich zum Munitionswagen. Ich kann die Sicherungen ausschalten. Aber beeilen Sie sich, Mädchen. Ich werde bald sterben. Woher kennen Sie jetzt seinen Namen? Wer ist das? Und soll ich hier überhaupt schon hin? Gerade alles so ein bisschen what? Ist auf jeden Fall cool und spannend gerade. What? Ich glaube, dass ich genau da jetzt gerade nicht hin soll, oder? Ich meine, ich kann jetzt einfach mal aus Spaß dahin gehen. Okay, also an ihm vorbei komme ich auf jeden Fall hier hin. Aber was ist hier? Ein Kriechgang. Oh, scheiße, das ist viel zu groß und verwinkelt hier gerade. Für meine Geschmäcker. Ach du Scheiße. Was soll es denn noch alles für Wege geben? Hey, Auto. Taxi. Ich brauche Taxi. Oh. Ja, Mensch. nicht so schlimm. So, okay. Liegt hier ein Medipack? Also auf jeden Fall liegt hier was, ja. Granatwerfermuni. Ah. Und ein Medipack. Huh. Okay, ich will hier erstmal weg, ja? Den lassen wir erstmal. Wir lassen erstmal dieses Gebiet. Wenn ich nochmal... Oh! Ja. Toll. Okay, hier. Hä? Was denn jetzt? Ihr Motorrad braucht noch ein paar technische Änderungen, um einige der größeren Hindernisse zu überwinden. Etwas Lachgas in dem Vergaser sollte Ihnen mehr Schub geben. Geh, Mädchen, bring mir die Codes. Okay, ich habe gerade erstmal noch gemerkt, dass hier... Revolvermuni neben ihm lag. Aber ich würde gerne ehrlich gesagt erstmal wieder zurück. Oh, das geht sogar. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Ich werde jetzt, also wirklich. Tor zur Zitadelle schön und gut, aber ich glaube, ich gucke mich in der Toulon-Moschee selbst erst. Ach, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Okay, ich werde erstmal. Ich werde mich jetzt erstmal im Tor der Zitadelle weiter umschauen. Aber erstmal will ich noch eine andere Sache gucken. Wir haben, also als wir hier vorhin rausgeklettert sind,
Haben wir hier in der Ecke überhaupt geguckt? Ja, okay, hier ist es. Das wollte ich nur nochmal eben nachchecken. Ich war mir da jetzt ein bisschen unsicher, ob ich da überhaupt nachgeguckt hatte, aber sieht alles gut aus. So, dann gehen wir also wieder zum Tor der Zitadelle. Und dann gucken wir da erstmal weiter. Und wenn es falsch ist, werde ich das früher oder später schon bemerken. So. Okay, also, ich gehe jetzt erstmal... Da gehe ich jetzt erstmal lang. Erstmal natürlich wieder zum Drachen. Dann würde ich sagen, wir gehen jetzt erstmal da lang, wo wir gerade von diesem komischen Schwarm irgendwas angegriffen wurden. Ist das jetzt so hoch? Oh Gott! Ah! Ja, genau, von dem Schwarm. Oder so. Also jedenfalls von so einem Schwarm. Aua! Weg mit euch! Es reicht! Der wird auch gerade von den Viechern angegriffen. Och, Leute. So, wir sind wieder hier. Diesmal werde ich gleich hier durchsprinten. Und erstmal links lang gehen. Kann dieser Schwarm dann bitte endlich mal abhauen, ja? Und jetzt will ich mal gucken, ob hier drin was ist. Weil ich kann ja eben rein. Das habe ich jetzt gerade gesehen. Och. Ey, diese Drecksheuschrecken, Grashüpfer, Käfer, Viecher. Das ist sehr, sehr nervig. Oh, hier liegen Fackeln erstmal, gut. Es wäre cool, wenn die Viecher jetzt echt abhauen. Also es wäre sehr schön. Okay, Fackeln bringen auch nichts, das wollte ich jetzt mal gucken. Aha, Explosivammo. Ich kann gerade nichts machen gegen die Viecher, ne? Großes Medipack. Kleines werde ich jetzt wieder benutzen müssen. Mindestens. Sehr, sehr schön. Würdest du dich bitte drehen, Lara? Danke. Das ist richtig lustig, wenn man die ganze Zeit Schaden bekommt und sich nicht wehren kann. Das macht richtig Spaß auf diese Art und Weise. Wirklich. So, noch ein kleines Medipack benutzt. Boah, das war knapp. So, könntet ihr jetzt bitte mal abhauen. Das reicht jetzt wirklich, okay? Danke. So, einmal bitte speichern an der Stelle. Das war jetzt sehr, sehr nervig. Was ist das denn? Eine Fledermaus? Wo kommt die denn her? Ich weiß noch nicht, vielleicht hätte ich diesen Schwarm auch abschießen können. Das habe ich jetzt gar nicht probiert. Hier kommt doch auch einer raus, ne? Nee? Okay, weil hier kam er vorhin raus. War wahrscheinlich der gleiche, nur dass er mich hierher verfolgt hat oder sowas, weiß ich. Also wir können hinten durchkriechen oder hier hoch, wie es mir scheint. Da ist eine Glocke. Moment. Okay, das geht so nicht. Was ist das denn? What? Okay, gehen wir einfach erstmal runter und gucken uns das an. Wir haben hier Särge oder sowas. Feuer. Trümmer, eine Tür, die zu ist. Einen hässlichen Perspektivenwechsel. Also einen nervigen Perspektivenwechsel, so. Wir haben hier... Ist das Hebel? Ja. Eins, zwei, also es stehen römische Zahlen drüber, ich weiß nicht, ob die irgendwas in der Form zu bedeuten haben. Drei. Nice. So, was steht hier drauf? Aha. Okay, was steht hier drauf? Aha. Oh, das wird wahrscheinlich zu hoch sein, natürlich. Oh, Moment, hey, mit dem 1, 2, 3 habe ich das Ding hier verschoben, sehe ich gerade. Das ist ja schon mal ein Fortschritt. Und hier haben wir noch einen Hebel. Ach, mit der Brechstange wieder, war. Ja, natürlich! Das haben wir schon seit dem Zug nicht mehr machen müssen. Crazy. Also auf die Art und Weise. Damit habe ich eine Tür geöffnet. Das war aber, glaube ich, nicht die Tür, die wir... die da so war, ne? Oder war das doch die hier rechts rum? Nee.
Gut. Moment, was steht da oben über dem Schalter? 4. Toll. 4 wäre ja 1 plus 3. Ich weiß nicht, ob das irgendwas zu bedeuten hat. Ich gucke mir das mal an. Ob das irgendwas irgendwie ändert. Nicht wirklich. Okay, dann machen wir mal nur die 3 hoch. Passiert auch nichts. Und machen wir mal nur die 2 und die 3. Auch keine Änderung. So, nächste Frage. Kann ich hier hoch? Kann ich nicht hoch? Scheiße. Die Tür kriege ich auch nicht so irgendwie oft mit der Brechstange oder so, wa? Nee. Okay, dann machen wir mal die 1 nochmal wieder mit runter. Dann komme ich von hier. Hier ist ja so eine minimale Erhöhung. Komme ich von der vielleicht da hoch? Aha! Wow, so einfach kann es gehen. Dann drücken wir mal die 4 noch runter. Hat sich jetzt irgendwie der zweite Kasten verschoben? Ja, sehr gut. Wow, so einfach war das jetzt. Ich dachte, das wäre jetzt hier irgendwie übelstes Kombinationsdings, irgendwas Rätsel. Ah, und mit den ersten haben wir das geöffnet und hier ist jetzt der Schalter mit, ja, scheinbar Nummer 5 oder so, keine Ahnung. Und da öffnet sich die Tür, sehr gut. Rätsel erstmal gelöst. Ja, natürlich, kommt hier. Rätsel erstmal gelöst, würde ich sagen. Was ja auch der Wahrheit entspricht, aber... Leider entspricht auch der Wahrheit, dass hier wieder diese Fotzen kommen. Und eine Fledermaus. Ich weiß wirklich nicht, ob ich diesen Schwarm abschießen kann, aber ich probiere es jetzt einfach nicht. Jetzt ist er gerade weg, also gehen wir jetzt auch erstmal weiter. Oh Gott, war der da gerade wieder? Nee. Gut. Hallo. Es geht nach oben. Oh. Nee, es geht aber wirklich nicht. Oh, der Schwarm ist abgehauen. Wahrscheinlich schwärmt er gerade zu der Kamera sozusagen. Ach, und da oben, wow, ich habe gerade gesehen, da oben war auch gerade des Rätsels Lösung. Habt ihr das gesehen? Weil auf den Gräbern, da waren ja nur so eine Zeichen und keine Nummern, aber... Mal schauen, vielleicht kann ich das nochmal schnell zeigen. Das habe ich jetzt gerade eben erst gesehen. Also des Rätsels Lösung ist eigentlich einfach nur alle Zahlen umzulegen, aber... Wenn wir hier mal gucken, über uns... Da... Da steht, welche Zahl für jedes Zeichen steht. Das ist ja witzig. Aber es hat irgendwie so funktioniert, also. Nicht passiert. Oh nein, die Dinger leben noch. Ah. Oh mein Gott. Was ist das denn? Ein Krokodil? Warum? Warum ist hier ein Krokodil? Ist es down? Ja. What the fuck? Die haben wir zuletzt irgendwo noch im Tempel von Karnak war das noch gesehen, oder? Oh, das ist lange her. Oh Gott, da kommt noch eins, oder? Ja. Gut. Ich bin froh, dass ich diesen Kriechgang zuerst nicht einfach nur entlang gekrochen bin, ohne nachzudenken. Wir sehen ja gerade, wie das geendet hätte wahrscheinlich. Wow. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt weiter, hier lang. Allerdings machen wir das im nächsten Part. Ja, im nächsten Part kriechen wir mal den Krokodilgang entlang. Und ja, bis dann und auf Wiedersehen.